Yo, was geht ab YouTube? Hier ist wieder Demius im Kraftraum. Habt ihr schon gesehen? Letztes Mal nicht aufgeräumt. Das ist zwar der Vorteil am Home Gym. Wenn man keinen Bock hat, geht man einfach nach Hause und lässt einfach alles stehen und liegen, kriegt keinen Ärger. Dafür muss man am nächsten Tag dann am nächsten Training dann aufräumen. Aber ist fast wie ein Warm-up, von daher auch nicht schlecht. Ich versuche jetzt heute das Training ein bisschen schneller durchzuballern, damit ich danach dann mit meinem Kleinen und meiner Freundin noch rausgehen kann, ein bisschen spielen kann und so. Ein bisschen Zeit verbringen miteinander. Und habe gerade eben noch einen Live-Podcast aufgenommen über Supplements, die wirklich funktionieren. Auch mit der Forschungslage dazu, also was empfohlen wird und so weiter. Was sind Nebenwirkungen, auch immer wichtig. Also wenn ihr noch nicht gesehen habt, am besten nach dem Video gleich auf dem Kanal bleiben und das Video angucken. Sonst auch auf Spotify und Apple Podcasts und in jeder Podcast-App. Den Kraftraum-Podcast könnt ihr da finden und da ist die Folge auch mit drin. Genau, und ja, es wird nur so eine Vlog-Episode eigentlich, dass ich hier einfach nur schnell zeigen, was ich im Training mache. Falls ihr irgendwie Vorschläge habt, was ihr dann gerne irgendwie an Videoformaten sehen wollt, könnt ihr gerne Bescheid geben. Reviews werden jetzt nach und nach dann kommen natürlich, sobald ich dann dazu komme, weil ich versuche es immer gut zu machen und nicht einfach nur schnell irgendwie aufzunehmen und unvorbereitet zu reden. Deswegen, ja, lasse ich mir da meist ein bisschen mehr Zeit. Aber kommt bald zu Racks generell, Stange noch. Ich habe noch ein paar Stangen, die ich noch reviewen muss, die Bank. Gewichte, Boden, es wird alles noch kommen, aber nach und nach, wir haben Zeit. Aber gut, falls ihr noch nicht gemacht habt, dann direkt mal abonnieren, Daumen hoch, Glocke, bimmeln, anklicken, keine Ahnung. Und von hier aus geht's los mit Training. Let's go! So, ich hatte jetzt nicht mehr genug Zeit am Schluss, um meine letzten drei Übungen, also so eine Rotationsübung für den Rumpf, Curls mit der SZ-Stange und Face Pulls zu machen. Bin dann aber gleich los und habe eben mich bei meiner Freundin und meinem Kleinen getroffen und waren irgendwie 2,5 Stunden, 3 Stunden unterwegs draußen. War wieder ganz witzig, die Nachbarsmädels waren noch mit dabei. Ja, auf jeden Fall habe ich jetzt gerade noch nachgeholt und jetzt muss ich noch Trainingspläne schreiben für die kommende Woche, jetzt gerade Sonntagabend. Ja, gibt immer was zu tun. Das Video hier will ich auch noch irgendwann machen. Das heißt, entweder heute noch, je nachdem, wie lange ich brauche, oder morgen. Aber ganz wichtig, ich habe Hunger. Ich habe heute fast nichts gegessen, fällt mir gerade ein. Ich hatte, ja gut, ich hatte ein Eis. Also ich hatte ein Eis, ich hatte eine Honigmelone, ich hatte einen Shake und ich hatte vorhin eben noch kurz einen Riegel. Aber mehr habe ich heute noch nicht gegessen.
Das heißt, ich habe noch sehr viel Kalorien übrig und kann mir was gönnen, deswegen hole ich mir eine Pizza. Oh, schau dich mal dieses Baby an. Mm. Die werde ich jetzt schön genüsslich hier verzehren. Während ich Trainingspläne schreibe. Geil, oder? So stellt man sich es eigentlich nicht vor, wenn man einen Coach hat und Trainingspläne bekommt, dass der dann da hockt, hier so im Tanktop, währenddessen Pizza schlemmert, irgendwie noch ein YouTube-Video wahrscheinlich nebenher laufen lässt. Aber das ist die Realität. Für mehr Realität auf Instagram und YouTube. So ein Dreck. Aber gut, damit sind wir durch für heute. Wahrscheinlich ein recht kurzes Video. Ich habe halt noch nicht viel zu erzählen. Beziehungsweise ich kann eigentlich noch sagen, die erste Woche ist jetzt durch mit dem Training. Insgesamt cool. Hat auf jeden Fall auch Bock gemacht, das Training. Ich habe den Einstieg, glaube ich, auch ganz gut getroffen, was so die Gewichte und so weiter angeht. Und ja, jetzt wird halt nächste Woche einfach ein bisschen draufgepackt, was den Umfang angeht und Intensität und dann halt die Woche drauf nochmal und dann eine Woche drauf nochmal und die wird wahrscheinlich schon, die wird gut spannend die Woche, da muss ich wahrscheinlich auch gucken, dass ich gescheit esse und alles, damit ich das auch durchstehen kann, aber so jetzt die erste Woche war natürlich recht easy, hat aber Bock gemacht und ich habe Bock auf mehr, das ist das ganz Coole daran. Ich habe mir jetzt noch neue Knee Sleeves bestellt, weil ihr habt ja gesehen, meine SPDs, die sind schon sehr leicht anzuziehen und ja, warum nicht, für den Wettkampf vor allem dann. Wenn die jetzt so leicht anzuziehen sind, kann ich die halt auch im Training öfter mal anziehen und nicht nur immer wirklich dann zum Wettkampf hin, weil mich hat's immer genervt, wenn die so eng waren. Ich habe die jetzt auch schon öfter mal gewaschen gehabt, damit die eben wieder enger werden. Hat auch immer gut geklappt, aber ja, ich glaube, mit den Jahren, wann habe ich die gekauft? Lass mich überlegen. Eigentlich, als die frisch rauskamen, also wirklich als die ganz, ganz neu auf dem Markt waren, habe ich die gekauft. Damals noch aus England. Das war da der einzige Shop, der das irgendwie verkauft hat. Und das dürfte... Ich weiß nicht, ob ich 2012 im ersten Wettkampf die schon anhatte oder erst 2013. Ich glaube, ich habe beim ersten Wettkampf die auch schon gehabt, also 2012. Das heißt, 8 Jahre alte Knee Sleeves. Mein Anzug genauso. Ich habe mir auch einen neuen Singlet geholt. Ja, weg von dem Schwarz-Rot und hin zu Schwarz-Weiß. Weil ganz schwarz kriegt man einfach nichts, leider. Ohne Logo und so weiter. Aber naja, Schwarz-Weiß, passend zu meinen Schuhen immerhin, passend zu meinen Kreuzhebesocken. Und passend zu meiner Meinung zu vielen Themen. Aber ja, damit sind wir am Ende für heute. Liken, abonnieren, teilen, Glocke irgendwas machen. Bleibt stark, bis zum nächsten Mal.